Hallo und grüß euch. Endlich geht's weiter bei Colonization mit dem Werewolves Mod und natürlich bin ich nicht allein, sondern ich habe wieder Unterstützung dabei und ich sag ein freundliches Hallo zu meinem Gast, den kennt ihr ja schon. Hallo. Ja, hallo Tom, ich bin's, Writing Bull, der Erschaffer dieser Mod und des kleinen Abenteuers, dem du dich erstellen musst. Ja, kleines Abenteuer ist gut gesagt, bis jetzt war es ein kleines Abenteuer, aber ab sofort wird es ein großes, weil wir haben letztes Mal was entdeckt. Die ersten Werwölfe, die erste Werwolf-Siedlung. Und naja, jetzt ist die Frage, überleben wir diese Begegnung oder nicht? Diese spannende Frage haben wir ja bewusst ein wenig verschoben. Yes. Und naja, jetzt muss man natürlich ein bisschen berücksichtigen, dass wir Pause gemacht haben. Heißt, wir müssen uns da selber leicht einfinden wieder, aber in meiner Erinnerung haben wir ja unsere Fortbewegungspunkte hier verbraucht. Heißt, dieser Herr hier ist sowieso seinem Schicksal überlassen. Den können wir eigentlich nicht mehr retten, nur hoffen, dass er verschont bleibt. Ja, das sehen wir auch an dem kleinen roten Punkt oben auf seiner Einheitenstandarte. Dieser rote Ampelpunkt, der signalisiert, hier geht's nicht weiter. Er hat keinen einzigen Bewegungspunkt mehr und muss hier fahren. Und das Ampelmännchen auf der anderen Seite mit dem grauen Pelz, das ist unter Umständen etwas bösartiger als die richtigen Ampelmännchen. Naja, dann würde ich sagen, der Vorschlag des Spiels ist, dass wir die Runde beenden. Sollen wir uns trauen? Ich fürchte, es bleibt uns nichts anderes übrig. Ich fürchte auch. Lass uns nochmal einen letzten Blick auf den Speer werfen und uns verabschieden. Oh. Ja, ich schlage vor, du zückst dein Taschenmesser und ritzt eine weitere Kerbe in deine Schreibtischplatte. Da hast du mal wieder eine Einheit in den Tod gejagt. Herzlichen Glückwunsch, Tom. Ja, in dem Fall bin ich aber nicht schuld, sondern okay, ja, passt. Ich mache eine weitere Kerbe. Mir fällt gerade keine gute Ausrede ein, warum das gerechtfertigt war. Jetzt ist natürlich die Frage, und da bin ich froh, dass ich einen Experten hier habe. Wie schaut's aus? Werden die Werwölfe jetzt irgendwie aggressiver im Sinn von der, den wir da jetzt ein bisschen angestachelt haben? Müssen wir damit rechnen, dass uns der bald besuchen kommt? Oder wartet er, bis wir ihn neues Futter vorbeischicken? Ja, jetzt bin ich natürlich hin und her gerissen, weil die Mod lebt ja zum Teil einfach davon, dass es unheimlich ist. Und unheimlich heißt, man weiß es nicht. Man weiß nicht genau, was passieren könnte. Aber wenn du mich so direkt fragst, will ich dir auch keine Antwort schuldig bleiben. Ja, es wird jetzt noch etwas ärger. Also in dem Augenblick, wo die Werwölfe die erste Einheit der Siedler gesehen haben oder die erste Einheit ihrer Verbündeten, der Indianer, ab dem Augenblick gehen sie auf die Jagd. Und das machen sie jetzt noch viel zielbewusster als vorher. Sie steuern möglicherweise die nächstgelegene Siedlung der Neuengländer an. Also jetzt kann es ziemlich haarig werden. Ja, und die nächstgelegene Siedlung, rein von der Luftlinie her, wäre natürlich Silver City. Da, wo wir aber halbwegs gut aufgestellt sind mit zwei Bestienjägern, das ist ja schon mal kein schlechter Start. Jetzt ist nur die Frage, sollen wir irgendwelche Truppen noch verlegen? Aber ich glaube, eigentlich schaut es für mich ganz gut aus so. Da ist Silver City momentan ja mehr oder weniger am besten aufgestellt. Glaube ich, kann man so lassen von der Truppenverteilung. Ja, Krux ist natürlich jetzt, dass du nicht genau weißt, wo die anderen Werwolfstädte liegen. Also einen hast du ja jetzt entdeckt. Es könnte aber noch ein oder vielleicht auch zwei andere geben. Und die Frage ist, in welcher Himmelsrichtung liegen die? Und wenn die Werwölfe sich jetzt losmachen, um dich zu jagen und um die Städte zu überrennen, aus welcher Himmelsrichtung werden die dann kommen? Eine Richtung weißt du, die andere kennst du noch nicht. Deshalb wissen wir auch nicht, welche der Städte möglicherweise betroffen sein wird. Ja gut, dann werden wir doch was verlegen, zumindest ein Bestienjäger nach Boston. Ah, da gibt's ja noch keine Straße, die wollte ich ja auch noch bauen. Gut, gleich ans Erste erinnert. Und bekommt Silver City entsprechend der Größe nur einen Bestienjäger. Und hoffentlich, bis die Werwölfe da sind, würde ich sagen, ist die Straße da. Dann geht das Truppenverlegen ja auch ein bisschen schneller. In dem Fall würde ich fast vorschlagen, Priorität Nummer 1 für den Pionier wäre, diese Straße zu bauen, damit wir ein bisschen schneller reagieren können. Das kann auch deshalb nichts schaden, weil die Werwölfe ja einen Angriffsbonus haben auf bewaldeten Geländefeldern. Das heißt, in dem Augenblick, wo deine Truppen sich bewegen von einer Stadt in die nächste und dabei durch Wald gehen, sind sie verdammt anfällig für Angriffe von Werwölfen.
Ja, und ich weiß nicht, was sich der Kartenersteller gedacht hat, aber auf der Karte ist ja eine Menge Wald. Also er hat wahrscheinlich nichts Gutes im Kopf gehabt. Also zumindest wollte mir keinen Vorteil verschaffen. Nein. So, ich weiß ja gar nicht, ich finde meine Kerben im Schreibtisch gerade nicht, aber ich glaube, es sind 3. Da läuft gerade die 4. rum, wenn ich Pech habe. Nichtsdestotrotz, Späher sind da, um die Gegend zu erforschen. Also was man dir zugutehalten muss, ja, ist, dass die Zahl deiner Verluste bislang noch so niedrig ist, dass es ausreicht, dass die Finger einer Hand ausreichen, um sie abzuzählen. Na, immerhin. Dann würde ich sagen, bewegen wir den einfach mal weiter nach den Beweg dich so schnell wie möglich Regeln, sprich gegebenenfalls den Wald vermeiden. So viel haben wir schon gelernt und natürlich auch die Hügel. So, und da bekommen wir jetzt, muss ich selber mal schauen, einen Pionier. Genau, da haben wir einiges eingeschippert und, das Leder, das können wir ja, glaube ich, nicht mehr verkaufen, soweit ich mich erinnere. Das werden wir wieder ausladen. Das Leder brauchen wir ja auch für die Ausstattung der Bestienjäger, für die stärkste Infanterieeinheit. Dieser Pionier, den du gerade jetzt vom Schiff nach Boston reingeholt hast, jetzt sehe ich das auch, das ist also kein Experte im Beruf des Pioniers, sondern nur ein freier Bürger, den wir ausgestattet haben mit Eisenwaren, mit Werkzeugen, damit wir die Werkzeuge, genau, im kleinen Stauraum im Schiff auch in einem Rutsch rüberbringen konnten. Genau. Jetzt ist die Frage, was stellst du mit deinen Werkzeugen an, Tom? Ja, die Druckerpresse steht da noch an. Die braucht die Werkzeuge, die sind 3 Runden fertig. Und die gehört ja, glaube ich, zu der Quest. Heißt, die natürlich sollte fertig werden. Und Rest müssen wir dann schauen. Ja. Sollen wir, um unser Gedächtnis aufzufrischen, die Quest nochmal kurz nachschlagen? Ich würde sagen, wäre keine schlechte Idee. Vielleicht sind ja auch noch andere Quests offen. Ich weiß es persönlich schon gar nicht mehr. Wieder Server schauen. Da ist links oben, sind ja die 5 Buttons und einer von denen, ich glaube, der mit den Menüzeilen, wenn du da, der in der Mitte, der mit der Feder, der müsste es sein. Noch eins nach rechts, da, in der Mitte. Ich glaube, ich weiß gerade nichts, wo du bist. Ja, das ist das Problem, wenn über Skype ich meinte leicht verzögertes Bild. Ja, ich meinte den dritten. Ach, du, jetzt hast du ihn ja, genau, schon. Genau, inzwischen habe ich es gefunden. Und da gibt's einen Reiter Quests. Da bin ich auch schon, ja. Es sind tatsächlich mehrere. Ja, genau. Also die letzte Quest, das war dann mit der Druckerpresse. Genau. Ja, wir müssen eine hochmoderne Druckerpresse in Betrieb setzen. Ja. Dann bekommen wir neue Mitbürger. Die zweite Quest war 3 Siedlungen im Hinterland. Und was ist noch offen? Die Zitadelle. Genau, das war ja auf etwas später zu verschieben. Ja, wenn du die Zitadelle gebaut hast, bekommst du neue US-Regimenter. Und wenn du die 3 Städte im Hinterland gebaut hast, bekommst du Postkutschen und kannst deine Bürger sehr fix transportieren von einer Stadt zur nächsten. Und das ist natürlich, sind schon stattliche Herausforderungen. Und die erste wirst du auch bald lösen durch den Bau der Druckerpresse. In 3 Runden, glaube ich, sollte es soweit sein. Ja, mal schauen, ob wir das noch unterbekommen in der Folge. Bin gespannt. Wir sind ja für bei unserer behäbigen Spielweise könnten wir, glaube ich, ein dickes Fragezeichen dahinter setzen. Ja, behäbig ist vielleicht nicht das richtige Wort, nennen wir es detailreich oder ja. Das ist die bessere, weil für uns positivere Formulierung. Genau. Jetzt werfe ich gerade schnell mal einen Blick in den Hauptstadthafen. Ich glaube, ich hab's, oder? Ja. Hauptstadt, ja. Einfach um zu schauen, wer wartet da. Genau, haben wir noch einen freien Bürger. Sollten wir eventuell uns überlegen, ob wir nicht gleich mal wieder zurückschippern. Das Schiff wäre ja frei. Also warum eigentlich nicht? Und außer, noch mal kurz schauen, genau, außer das Leder könnte man alles verkaufen. Haben wir irgendwas zum Verkaufen im Moment? Hier zumindest nicht. Mal einen weiteren Blick nach New Haven werfen. Ja, da hätten wir ein bisschen Hanf und schönen Ballast. Die Steine, aber die behalte ich mir natürlich. Ja, die mag ich ja so gern. Das lohnt sich kaum. Genau, zum einen wird dir dann das Herz brechen und zum anderen bringt das ja auch kaum Gold ein, Steine zu verkaufen. Nichtsdestotrotz werden wir in New Haven einen Zwischenstopp einlegen, das bisschen Hanf mitnehmen und dann zurück nach Europa. Vielleicht ist bis dort ja sogar ein zweiter Siedler schon bereit. Und uns ein bisschen ausrüsten. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem? Hier unser Teilzeit-Pionier, unser Zwischenzeitlicher.
weil hier in der Stadt fehlt uns im Moment Holz, so wie es ausschaut. Zumindest könnte man ein bisschen mehr produzieren, aber naja, lohnt auch nicht unbedingt. Vielleicht doch lieber in eine andere Stadt verlegen. Eine schnelle Methode, ihn der Werkzeuge zu entledigen. Da gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder ziehst du ihn auf ein x-beliebiges Feld, zum Beispiel in die Schule. Das ist ja meine bevorzugte Methode, aber ich mag mich oder an Alternativen gewöhnen. Ja, oder und das, was du da gerade gemacht hast, du gehst aus dem Stadtbildschirm raus, genau, und suchst unten den Button, wo die Pfeile sich im Kreis drehen. Exakt, klickst da drauf und kannst dann einen neuen Beruf wählen. Ja, in dem Fall einfach nur Siedler. Und wenn du jetzt wieder in die Stadt reingehst, dann sollten die Eisenwaren im Lager vorhanden sein und der Bau der Druckerpresse kann beendet werden. Ich verlasse mich mal drauf. Ja, die Farbe hat gewechselt. Heißt, jetzt passt alles. Ganz genau. Alle Bauvoraussetzungen sind erfüllt, alle Baumaterialien liegen jetzt vor. Und ein Siedler, ein unbewachter Siedler, ist auf dem Weg durch die Wälder, durchs Dunkle und durch die Gefahr zur nächsten Stadt. Genau, bekommt aber gleich in der nächsten Runde gute Gesellschaft, beziehungsweise sagt einmal Hallo zu unseren Bestienjägern. Nichtsdestotrotz, im Moment nichts mehr zum Tun. Würde ich sagen, nächste Runde. Und das schauen, ich auch was passiert. Du hast ja sehr, sehr viel Gold im Hauptstadthafen. Rein theoretisch, genau. Wir hatten da schon oft darüber debattiert, könnte es passieren, dass just jetzt zum Wechsel zwischen den Runden sich der US-Präsident meldet und sagt, werter Tom, viel Gold auf der hohen Kante, wir brauchen in Washington etwas davon, um irgendwelche sündhaft teuren Ausgaben zu tätigen. Ja, bleibt natürlich die Frage, für was geben wir das Geld aus? Wir hätten ja eine Menge Möglichkeiten. Ich muss mal gerade schauen. Vielleicht darf ich ja, während du nachdenkst, es ist ja oft, das mit dem Multitasking ist ja eine moderne Erfindung und das Spiel spielt ja vor Jahrhunderten, da ist es noch viel schwieriger gewesen, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, in dem Fall denken und reden. Ich kann ja jetzt das Reden übernehmen und du das Nachdenken und beim Reden kann ich dir jetzt ein paar Fragen stellen, über die du nachdenken kannst, nämlich zum Beispiel die Frage, hast du genug Schiffe? Würde es also Sinn machen, bei fehlender Transportkapazität noch ein Schiff zu kaufen? Oder brauchst du möglicherweise noch weitere Truppen und möchtest du noch weitere deiner Einheiten, deiner Bürger zu Soldaten ausrüsten? Und wenn dem so wäre, würden dir dann beispielsweise Gewehre fehlen oder Silberkugeln oder andere Ausrüstung? Ja, das ist eine gute Frage. Ich sage mal, Schiffe haben wir momentan ja zwei im Pendelbetrieb und in dem Moment hätte ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir mehr brauchen. Ich sage mal, das eine ist jetzt in Europa, das zweite gleich am Weg. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass wir Unterkapazität haben und da mehr bräuchten. Bewaffnen, ja, ist natürlich immer eine gute Idee. Nicht zuletzt dank der anstehenden Gefahr. Also das müsste man sich auf jeden Fall überlegen. Ich sage mal so, was haben wir denn im Moment? Wir haben Flinten, wir haben Lederwesten, beziehungsweise stellen wir die ja gerade selber her. Das heißt, uns fehlen prinzipiell die Silberkugeln, die ich ja auch gerade selber produzieren würde. An was ich allerdings mich auch erinnere, wir haben ja ein paar US-Offiziere hier auch noch, die momentan ironischerweise Freiheitsglocken produzieren. Die könnten wir ja aufrüsten, eigentlich auch auf Bestienjäger. Wenn du mal einen dieser, macht auch deshalb Sinn, weil die dann, wenn du die jetzt schon zu Bestienjäger erklärst, genau, und nicht erst später, dann können die sich in der Stadt verschanzen. Und die bekommen ja, darüber hatten wir schon mal in einer früheren Folge gesprochen, pro Runde einen 5%igen Verteidigungsbonus, wenn sie verschanzt sind, bis zu 25% maximal. Das heißt, wenn du die jetzt schon aus der Stadt herausziehst und zum Bestienjäger machst und nicht erst dann, wenn der Werwolf vor der Tür steht, dann kann der Offizier schon mal diesen Verschanztheitsbonus sich holen. Ja, und Material braucht man. Du weißt es besser auswendig wie ich. Wenn du mit dem Cursor auf die Silberkugeln mal drauf gehst, dann siehst du, da musst du, glaube ich, dieses Fenster erst für schließen. Genau, 20. Das heißt, wir könnten alle drei sogar ausrüsten. Ja, du kannst alle drei zu Truppen machen, aber du brauchst 50 Lederwesten und 50 Gewehre, um einen Bestienjäger auszurüsten. Also 20 Stück brauchst du, so wenig brauchst du lediglich von den Silberkugeln. Genau, ja, Gewehre wird sich auch ausgehen, in dem Fall nur die Lederwesten. Allerdings, die produzieren wir ja laufend, das heißt, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit.
Also könnte man nach und nach zumindest den einen oder anderen zum Bestienjäger machen. Also einen Bestienjäger, den würde ich jetzt schon mal auf jeden Fall machen. Perfekt. Du hattest dich ja... Gut, naja, ist das Truppen verlegen dann eventuell doch nicht die beste Idee. Allerdings für den Moment würde ich sagen, möchte ich natürlich Boston am dringendsten beschützen. Also bleiben wir bei dem Plan. Und dann nach und nach, wenn wir mehr Truppen haben, müssen wir schauen, wie wir sie verteilen. Silver City natürlich auch, nicht zuletzt wegen dem Silber, sehr interessant. Sonst müssen wir es halt teuer kaufen. Das ist, finde ich, das Schöne an der Situation. Egal wie wir es machen, es kann richtig oder falsch sein und wir wissen es nicht sicher. Es kann Sinn machen, die beiden Einheiten, die beiden Verteidigungseinheiten in Silver City zu postieren, weil vielleicht just aus dem Süden, da hatten wir eben eine Stadt der Werwölfe entdeckt, vielleicht die Gefahr herantrottet und heranpirscht durch den Wald. Es kann aber auch passieren, dass die Stadt der Werwölfe, die zweite Stadt, irgendwo im Norden oder Nordwesten liegt und dass deine allerwichtigste Stadt, das Boston, angegriffen wird. Wir wissen es nicht. Beides lässt sich begründen. Du kannst sowohl den einen Soldaten, den du aus Silver City abgezogen hast, wieder zurück in die Stadt setzen. Du kannst aber auch weiter Richtung Norden ziehen. Ich möchte da nicht sagen, das eine ist gut und das andere ist falsch. Ich weiß es nicht. Und in dem Fall sogar ungelogen und nicht nur ein Versuch, mich in die Irre zu führen. Tatsächlich weiß ich im Augenblick, nach den mehreren Wochen, die wir an Pause eingelegt haben, nicht mehr ganz genau, wie die Karte aussieht. Ich habe die ja mal gebaut. Eigentlich wusste ich das beim letzten Mal noch in- und auswendig, wo was liegt. Mittlerweile hat sich der Fork of War auf mein Gedächtnis gelegt und alles ist in Dunkelheit. Ja, das sehe ich in dem Fall dann ja sogar als Vorteil, zumindest für die Spannung. Ja. Gut, dann bauen wir mal Straße. Mittlerweile genauso unbedarft wie du. Befestigen genügt zum Verschanzen von den Bestienjägern? Ja, ganz genau. Einfach auf diesen Button befestigen und dann verschanzt er sich automatisch von Runde zu Runde. Genau, dann bewegen wir unsere Kerbe im Tisch ein bisschen weiter. Ja, wir sind vom Wald umzingelt. Dann wage ich meinen Schritt ins Innere des Landes. Und wir haben noch unser Schiff. Da wollten wir noch ein bisschen Hanf mitnehmen und Abfahrt zum Hauptstadthafen. Und ja, nächste Runde. Bin ich gespannt. Und diese eine Runde schaffen wir dann wahrscheinlich auch noch, denn mal wieder stellen wir fest, dass wir, na, behäbig darf ich ja nicht sagen, dass wir so konzentriert und detailreich spielen, dass die Zeit vorüberfliegt. Ja, allerdings. Aber ich habe gute Hoffnung, dass wir in der Folge noch die Druckerpresse schaffen. Immerhin. So, unser Siedler, der kommt nach Silver City. Unser Pionier ist fleißig am Straße graben. Und ja, unser Scout sieht sich mit Bergen konfrontiert. Dann schicke ich ihn frisch gleich hier auf den Hügel für ein bisschen bessere Aussicht. Ja, da wird gleich ganz viel freigelegt. Andererseits sind die Bewegungspunkte jetzt auch futsch gegangen. Ja, durchaus bewusst einfach, um die Runde noch ein bisschen rumzubekommen, weil ich glaube, wir haben die Druckerpresse gleich fertig. Haben wir irgendwas vergessen? Ich denke, jawohl, wir haben was vergessen. Wir haben ja noch ein Schiff im Hafen. Ja, wir haben immer noch das Geld nicht investiert. Genau. Wir haben darüber geredet, es zu investieren, aber wir haben die Entscheidung nicht getroffen. Also in der nächsten Runde, so wie ich das sehe, bekommen wir ja einen Siedler dazu. Das heißt, da jetzt einen Beschleunigen bringt mal nichts. Obwohl, wenn ich da gleich mal einhaken darf, bitte. Du könntest ja auch sagen, ob du nicht vielleicht einen der drei jetzt gezielt beschleunigen möchtest, weil das ist ja eine Lotterie. Du weißt nicht, welche der drei Einheiten du bekommen wirst. Und möglicherweise ist ja der Bauer für dich wirtschaftlich am interessantesten. Es kann aber auch sein, dass du die hübsche Dame rechts daneben vielleicht aus ästhetischen Gründen bevorzugen möchtest, weil die ein wenig hübscher aussieht als der Bauer. Ich weiß ja nicht, nach welchen Kriterien du spielst. Ja, kann man aus der Entfernung schwer beurteilen, würde ich sagen, wer hier hübscher ist. Aber da müssen wir uns kurz überhaupt noch mal schneller von überzeugen, bringt uns das überhaupt hier was, eine Weberin zu haben? Ich glaube nämlich nicht wirklich. Also eine Weberin würde dann Sinn machen, wenn du Hanf, so viel Hanf
gewinnen würdest, dass du daraus jetzt schon Stoffe herstellen könntest. Und wenn du vor allem ein Gebäude hättest, in dem man aus Hanfstoffe produzieren kann. Genau, das haben wir im Moment nicht. Da müsste man erst darauf hinarbeiten. Von dem her würde ich mal grundsätzlich meinen, ist Nahrung das Wichtigere. Nahrung kann nie schaden. Wenn je dicker ein Nahrungsüberschuss ist, desto mehr Bürger kannst du in wichtigen Städten platzieren und in die Gebäude stecken. Genau, darum bleibt es beim Getreidebauer, den werden wir auch gleich mitnehmen. Nichtsdestotrotz müssen wir Geld ausgeben. Schiffe, habe ich ja gesagt, interessieren mich im Moment nicht. Jetzt ist die Frage, lohnt es sich irgendeinen bestimmten Experten zu kaufen, eventuell sogar direkt irgendeine militärische Einheit, eventuell die eine oder andere Artillerie, um einfach das Militär ein bisschen zu verstärken. Also bei Artillerien, da würde ich jetzt ein Fragezeichen hintersetzen. Die sind vor allem zu Spielbeginn halt interessant, aber und natürlich dann am Spielende, wenn man möglicherweise Städte angreifen möchte. Aber jetzt in der Phase, du hast ja bereits drei Offiziere hast du bereits und wenn du die richtig ausstattest, dann können die deine Städte ganz gut verteidigen. Ich würde mir vielleicht mich entweder fragen, kaufe ich noch weitere Militärausrüstung, um diese, also konkret Gewehre, die ich dann mithilfe der Silberkugeln, die ich habe, und mithilfe der Lederwesten, die ich im Produzieren begriffen bin, dann benutzen kann, um aus meinen beiden anderen Offizieren noch weitere Bestenjäger zu machen. Ich erwartete jetzt eigentlich nach dieser Kunstpause ein Lob von dir dafür, dass ich diesen riesigen Satz erfolgreich und korrekt zu Ende gebracht habe. War mir nicht sicher, ob er schon fertig ist, war so beeindruckt von der Länge, ganz sprachlos. Danke für dieses spontane Lob. Oder die andere Frage wäre, ob du möglicherweise dir gezielt jetzt einen Experten genau zur Produktion von Fertigwaren holen möchtest, um eine langfristige Wirtschaftsstrategie durchzuziehen, um jetzt also ein bestimmtes Gut zu erwirtschaften. Das war die Frage, nämlich dazu einen schnellen Blick nochmal nach Silver City. Wäre nicht uninteressant, hier einen erfahrenen Silbererzschürfer, heißt das so, zu haben. Der wird richtig was bringen, ja. Denn ein erzerfahrener Silberschürfer. Mit 800 eigentlich fast sogar ein Schnäppchen für das, was er uns bringt. Also ich glaube, das wäre mal eine gute Investition. Ja. 100% mehr Produktion von Gold und bei den hohen Produktion von Silber und bei den hohen Silber Preisen, die es gibt und angesichts genau der Tatsache, dass du so stolz warst, dass du gerade diese Bonusressource Silber entdeckt hattest, da wird sich das wirklich lohnen. Und dann denke ich, werde ich wirklich noch Lederwesten einkaufen, um das Militär schneller ausstatten zu können. Und dann haben wir noch 1700 übrig. Ich würde aber sagen, das verschieben wir um eine Runde. Warum? Weil erstens mal schippe ich jetzt mal los. Das ist Schritt Nummer 1. Und Schritt Nummer 2 wird sein, ich gehe wirklich in die nächste Runde, damit ich, bevor wir jetzt Schluss machen, noch mein Versprechen einlösen kann, nämlich das mit Druckerpresse fertig bauen. So, Druckerpresse gebaut und ich wähle für den Moment einfach nur Rathaus, das werden wir uns dann... Oh, jetzt haben wir noch eine Quest bekommen, aber die verschieben wir trotzdem aufs nächste Mal, würde ich sagen, weil jetzt ist Zeit für eine Pause. Und ich weiß nicht, wer sich letztes Mal verabschiedet hat, ich glaube, das war ich. Darum wärst du jetzt wieder dran. Oh, das ist nett. Dann im Namen aller, die dir gerade zugesehen haben, vielen Dank dafür, Tom, dass wir diese Serie jetzt fortsetzen. Ich fand das sehr schön und vermute, es gibt auch viele, viele andere, die sich sehr darauf gefreut haben, dass wir jetzt die Fortsetzung gedeichselt haben. Wir hatten ein paar Terminprobleme, an denen aber wir wohl beide schuld waren und jetzt haben wir diese Schuld abgetragen und diese Folge hier gemacht. Und ich freue mich sehr auf die nächste und darauf dann diesen Text hier vielleicht doch noch vorlesen zu dürfen. Gerne, ich freue mich auch. Dann sehen wir uns hoffentlich bald.